So, dann legen wir uns wieder mit so einem Wurm an. Diesmal können wir uns nicht so gut wegdrehen, das ist schade. Aber ich hoffe einfach mal, dass wir heilen können, ohne dass er während des Zauberns uns schlagen kann. So, jetzt zum Beispiel. Ja, schaut doch gut aus. Der Zauber versagt hier. Oh. Das ist ärgerlich. Dafür ist hier ein Geheimgang und hier können wir zaubern. Au. Und wir können den Wurm umgehen. Das meinte das Gesicht vielleicht mit weder Kraft noch irgendwas ist hier vonnöten. Aber den Wurm können wir nicht umgehen. Nee, glaube ich nicht. Lalala. Ich hätte nicht geguckt, ob wir hier zaubern können. Der Zauber versagt hier. Ja, wieder in die Nische rein. Ja, wir haben richtig viel Mana inzwischen. Wir können so oft heilen, das ist schon nicht mehr normal. So, stirb, stirb, stirb. Boah, der hält so viel aus. Vielleicht sollten wir irgendeinen kleinen Trick anwenden. Also wir hätten noch einen Wuttrank, aber davon wollte ich eigentlich mindestens zwei übrig behalten für den Kampf gegen den Kriegsherrn. Und wir haben nur noch einen. Ah ne, da ist noch ein zweiter. Was hatten wir hier für einen Stab? Stab der wilden Blitze. Unkontrollierte Blitzschläge. Davon können wir nochmal welche benutzen. Mal gucken, wie viel das bringt. Nicht mit dem Sack in der Hand. Und das macht gar nichts? Wie benutzt man das Ding? Achso, wir können hier keine Magie einsetzen. Wenigstens die Ladung nicht verschwunden. Das heißt, wir werden auch keine von diesen Säulen und so weiter benutzen können. Na gut. Dann halt auf die altmodische Art zuhauen. Das Beste hoffen und wenn es zu hart wird, einfach weglaufen. So wie jetzt. Und wieder rein. Und wieder wechseln. Ja, ich hätte echt gerne so Quickslots. Aber was soll's. So geht's ja auch. So, wieder ein Schild in die Hand, obwohl wir eh nur drei Schläge aushalten, egal ob mit oder ohne Schild. Eins. Zwei. Drei. Oh, das war knapp. Und heilen. Gleich mal gucken, wie viele Lebenspunkte der noch hat. Ich schätze mal so ungefähr die Hälfte. So, Schild in die Hand. Dumm, dumm. Oh, weniger als die Hälfte. Schöne Sache. Das heißt, vielleicht noch ein-, zweimal hier in die Nische verkriechen und dann ist er tot. Wie hätte denn ein Magier das da lösen sollen? Ich meine, wenn er gar keine Sprüche sprechen kann. Na, bestimmt übel. Hätte er mit seinem Stock auf den einschlagen müssen oder sowas. Oder es gibt wirklich um jeden Wurm einen Secret-Weg drumherum. Aber gut, jetzt haben wir ihn gleich fast umgebracht. Dann würde es jetzt keinen Sinn machen, noch ein Secret zu suchen. Stirb, doofer Wurm. Stirb, stirb. So, du bist jetzt Teleporter D, glaube ich. Komme ich hier raus? Die Ausgang 1. Ganz viele Druckplatten. Ganz, ganz viele Druckplatten. Oh, und ein Stein, der kommt mit. Und das Gesicht wird uns bestimmt gleich erklären, was wir hier machen müssen. Oh, mehrere Gesichter. Und im Süden ist keins. Na gut, gehen wir mal gegen den Uhrzeigersinn. Was hast du zu sagen? Zeit ist das Gesetz, wo die Zeit begann. So wie sie auf dem Menschen lastet, kann er sie aufwiegen. Legt er seine irdischen Güter auf den halben Tag,
durchschreitet er jede andere Stunde. Seine irdischen Güter. Sollen wir uns jetzt Nakidai machen? Der erste Tag. Ne, der mittlere Tag war das, ne? Nochmal hören. Ich denke mal, wir sollen es auf 12 Uhr legen, dass wir da oben. Zeit ist das Gesetz, wo die Zeit begann. So wie sie auf dem Menschen lastet, kann er sie aufwiegen. Legt er seine irdischen Güter auf den halben Tag, durchschreitet er jede andere Stunde. Also, auf den halben Tag, das wird die 12 Uhr. Danach müssen wir jede Druckplatte einmal drücken. Das sagt zumindest das Gesicht. Zeit ist das Gesetz, wo die Zeit... Und der sagt das Gleiche und der andere sagt bestimmt... Zeit... Auch das Gleiche. Na gut, also legen wir unsere irdischen Güter, den Stein, den wir gerade gefunden haben, da drauf. Und drücken jetzt Reihe um jede andere Druckplatte. Der Weg ist schon offen. Oh, nicht ganz. Okay, drücken wir weiter und weiter... Einmal ganz rum. Und die Blöcke gehen immer schön weiter auf. Das dürfte es jetzt gewesen sein. Ich hoffe mal, dass die Druckplatte das Ganze jetzt nicht wieder zumacht. Schaut gut aus. Jo, super. Und E-Ausgang 1. Wofür auch immer das jetzt genau da war. Ich denke mal aber jetzt, dass irgendwo hier diese unsichtbaren Wände aufgegangen sind. Also hier nicht, da nicht, da nicht, da nicht. Hier geht's auch nicht weiter. Auch nicht weiter, auch nicht weiter. Also ich könnte jetzt eine Markierung machen, wo wir nicht durchkommen, aber es hilft nicht wirklich. Also wir kommen nicht weiter nach Osten. Na komm, ich mach mal so eine Markierung. Also, und zwar mit A's. Da ist ein A, da ist ein A. Nach Norden können wir auch nicht, richtig? Richtig. So, hier können wir auch nicht hin. So seht ihr auch mal, wogegen ich die ganze Zeit eigentlich anlaufe. Weil beim Zugucken merkt man ja nicht, dass da ein Widerstand ist. So. Da ist auch ein A. Ups, das ist zu weit. So, A. Hier ist auch ein A. Hier auch, da auch und da auch. Auch wenn die es nicht wirklich wichtig sind, aber der Vollständigkeit halber packe ich die mal rein. So, das heißt, wir haben das hier gelöst. Das da unten glaube ich noch nicht. Also ich denke immer noch, wir müssen den Stein irgendwie dahin bekommen. Gucken wir mal, ob wir dahin zurückgehen können. Hier ist auch ein A. Hier auch. Hier auch. Also wirklich viel Bewegungsfreiheit hat man hier echt nicht. Sieht man das eigentlich einigermaßen? Ja, man kann da durchgehen, man kann da rumgehen und man kann da lang gehen. So, hier kann man nicht nach Süden. Achso, das ist immer noch das A. Ach ja. Tup-tup. Ja, auf kariertem Papier wird das irgendwie ein bisschen einfacher. Aber kann man nichts machen. So. Süden ist immer noch das A. Hier kann man durch. Also ich glaube, wir können jetzt ungehindert bis zu der Wand. Ja, können wir. Rein von der Symmetrie her müsste da oben dann aber auch noch eine unsichtbare Wand sein. Und nicht den Block verschieben.
versuche jetzt einfach mal da hinzukommen. Aber da ist hier schon was im... Achso, das ist die Wand, wo wir eh schon hin wollten. Was ist denn hier? Hier ist keine unsichtbare Wand und hier ist schon mal ein A. Und da flackert nichts, ne? Nö. Komisch. Also wir haben nur drei Illusionswände. Dich nehmen wir auch mal mit. Dich auch. Hier ist noch eine unsichtbare Wand. Langsam haben wir sie alle. Hier auch. Da auch. Und da ist die nächste. Mann, 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 Mann. So, jetzt würde ich aber ganz gerne wieder zu der unsichtbaren Wand ganz im Süden, weil das scheint die einzige zu sein, wo wir wirklich weiterkommen. Die hier nämlich. So, wir wissen, den Teleporter, wo das C steht, können wir aktivieren, wenn wir das da wegnehmen. Richtig? Richtig. Das C bringt uns aber nur hierhin zurück. Was nicht wirklich viel Sinn macht. Und die Platte können wir auch nicht drücken, solange die hier gedrückt ist. Jetzt können wir sie drücken. Das heißt, die Platte lassen wir mal ungedrückt. Was ist mit der Platte? Die konnten wir gar nicht auslösen, richtig? Richtig. Oh, wie viel wiegt eigentlich unsere Seelenschlacke? Unheilschlacke. 5 Kilo, schade. Wir können sie nur mit einem ganz schweren Stein drücken. Also mit dem Granitblock, den wir teleportieren wollen. Na, ich hätte erst den Stein dahin schieben sollen und dann den Stein. Weil wir hatten da ja schon mal einen Teleporter. Also. Vielleicht wenn der Stein hier gedrückt ist. Oder kann man den auch nur mit dem... Ne, den Stein kann man drücken. Gut. Jetzt können wir auch den hier drücken, aber das macht trotzdem nichts da. Einstein und Unheilschlacke und Kiste und noch eine Kiste. Noch ein Stein. Nee. So, dich und dich vielleicht. Wir haben jetzt die gedrückt. Okay. Packen wir noch ein paar Steine hier drauf. Das waren drei Stück, die wir brauchten, glaube ich. Und wir haben keine drei. So. Jetzt haben wir den gedrückt und den gedrückt. Also alle Druckplatten, die wir drücken können, sind gedrückt. Und trotzdem taucht da kein verdammter Teleporter auf. Na gut, dann speichere ich jetzt mal ab. Und 80 sind wir inzwischen. Mache aber noch keinen Cut, sondern ich benutze erstmal, um nicht zu sagen, verschwende erstmal einen Granitblock. Und zwar unseren letzten. Dich brauchen wir, das nehmen wir auch mal alles mit. Und warum ist der immer noch gedrückt? Na, ist jetzt komisch. Und wir können auch gar nicht sehen, ob der irgendwas macht, leider. Aber gut, ich benutze jetzt den Granitblock. So. Damit haben wir uns das Rätsel quasi ercheatet.
Denn meine Idee war ja, wir müssen einfach den Block durch den Teleporter dahin bringen. Dadurch, dass wir den Granitblock gezaubert haben, haben wir uns das halt erspart. Jetzt geht's zurück zum Hauptraum und da gucke ich mal, ob jetzt irgendwelche von den A's da weggegangen sind. Denn ich wollte eigentlich oben noch da zu dem X. Denn ich nehme an, dass wir da auch irgendein Rätsel lösen müssen und dann erst die ganzen A's hier weg sind. Also das A ist noch da, das A ist auch noch da. Das A hier ist weg. Schön. Zack. Da können wir jetzt hier durch. Dadurch. Und ein neues Rätselgebiet. So, jetzt speichere ich nochmal ab. Aber unter einem anderen Slot. Und zwar bist du jetzt 81B. Weil wir jetzt hier keinen Block mehr haben. Es wird langsam eng mit den Speicherständen, aber gut. Jetzt mal erstmal einen Cut und in der nächsten Folge gucken wir, ob wir das Rätsel hier auch irgendwie lösen können und dann endlich weiter in den Amboss der Dämmerung vordringen können. Also bis denne.